Kommissar Kinoshita verließ verwirrt das Büro seines Vorgesetzten. Er kratzte sich im Kopf und blickte sich fast schon hilfesuchend auf dem Revier um. Was für ein Tag. Er blickte auf seine Armbanduhr und klopfte ein paar Mal dagegen, als würde er ihr nicht glauben. Dann schüttelte er den Kopf. Kommissar Kinoshita, die Staatsanwältin hat heute Morgen angerufen. Die Staatsanwältin? Was will die denn schon wieder von uns? Sie meinte, dass sie noch immer auf ihren Bericht zu dem Mord von diesem Schuljungen warten würde, den sie ihr gestern Abend noch schicken sollten. Gestern Abend? Will die mich hier veralbern? Er verstummte und schüttelte erneut den Kopf. Ach, ist ja auch egal. Sie kriegt ihren Bericht, sobald er fertig ist. Die Staatsanwaltschaft will noch heute ein Geständnis des Täters, Herr Kommissar. Wenn ich mal nicht erschossen werde, dann bringen mich die Deadlines der Staatsanwaltschaft noch um. Was denkt die wohl, was wir hier machen? Tut mir leid, ich gebe die Nachricht nur weiter. Schon gut. Verschwinden Sie. Ich kenne vielleicht einen Weg, um diesen Schuljungen zum Reden zu bringen. Er warf einen weiteren Blick auf die Uhr. Dieser Tag war wirklich seltsam. Und dann diese seltsame SMS von Mikoto. Wovon hatte sie da gesprochen? Äh. 45 Minuten waren mehr als genug Zeit, um einen Abstecher zur Herrin der Zeit zu machen und anschließend noch genug Zeit zu haben, um in der Schule in ihre Bücher schauen zu können. Wenn sie den Rest der Zeit lernte, so redete sie sich ein, würde ihr Vater bestimmt nichts dagegen haben. Sicher nicht. Das Wetter war heute ein wenig kühler und diese ungewohnte Frische empfand sie nach den Wochen der Hitze als äußerst angenehm. Das Gewitter in der letzten Nacht hatte sicherlich einen Teil dazu beigetragen. Aber auch der Hochsommer war vorbei und es ging schon langsam auf den Herbst zu. Irgendwann musste es ja kälter werden. Dass ausgerechnet heute noch einmal Schwimmunterricht war, war natürlich ein wenig blöd. Sie sah auf dem Weg zur Herrin der Zeit mehrere Geister der Stufe 1, die scheinbar planlos durch die Stadt schwebten. Sie ignorierte sie alle, blickte sich nicht einmal direkt an und kam ohne irgendwelche Zwischenfälle heil bei der Herrin der Zeit an. Mit einem etwas unguten Gefühl öffnete sie die Tür zu ihrem Laden. Konkura saß ausnahmsweise mal nicht an ihrem Schreibtisch, sondern schien sich gerade um die Optik ihres Ladens zu kümmern. Als Mikoto eintrat und sie beim Staubwischen sah, da kam mir das irgendwie surreal vor. Aber auch die Herrin der Zeit war nun einmal ein normales Lebewesen. Sie fragte sich in dem Moment, ob Konkura eigentlich essen und trinken musste oder ob sie es ignorieren konnte. Würde sie verdursten, sterben und anschließend wieder auferstehen? Vermutlich. Ihre Rolle als Herrin der Zeit schützte sie ja nur vor dem Tod, nicht vor dem Akt des Sterbens. Konkure. Sie sprach die Frau an, die scheinbar gar nicht mitbekommen hatte, dass Miko in den Laden eingetreten war. Konkure zuckte mit einem Schrei zusammen und wirbelte auf den Absatz herum. Ihre linke Hand formte magische Zeichen. Dann stoppte sie. Beim einen! Du bist es, Mikoto. Es tut mir leid, ich bin es einfach nicht gewöhnt, dass man sich an mich heranschleichen kann. Das habe ich bemerkt. Aber was machst du hier? Geht es um Yukis Zeitenbuch? Mikoto schüttelte den Kopf. Ich habe ein paar Fragen an sie, die mir sonst wohl niemand beantworten kann. Kira setzte sich auf ihren Platz und legte den Staubwedel beiseite. Du hast also Fragen? Sie musterte dabei Mikoto eindringlich. Ja, über Geister und andere Dinge. Ich versuche dich und Hatsumomo besser zu verstehen. Und dann weiß ich, ob ich das Richtige tue, wenn ich in eure kleine Fehde eingreife. Es ist deine Chance zu beweisen, dass du gut bist. Genau das ist das Problem, Mikoto. Meine Natur erlaubt dir nicht, dich für mich zu entscheiden. Ich bin und war noch nie gut. Ich könnte hier nicht sein, wenn ich gut wäre. Weißt du eigentlich, wie viele Menschen in genau diesem Moment Amok laufen und völlig Unschuldige töten? Wie viele kleine Kinder jetzt missbraucht werden? Ich sehe ihre Tränen, ich erfahre ihre Schmerzen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Ich sehe, wie Unschuldige ermordet werden, Kinder in armen Ländern vor Hunger verenden und Dinge, die so unmenschlich sind, dass ich sie nicht wage auszusprechen. Ich blicke weg, da dies meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist es nicht, ihnen zu helfen. Ich bin nicht gut. Auch weil ich es nicht sein kann. Was wäre, wenn eine gute Person meinen Posten hätte? Würde sie dann umhergehen und
all diese bösen Menschen töten, bevor sie diese ihre Verbrechen begingen? Soll ich den Onkel, der nach seiner Nichte lechzt, töten, weil er Gefahr läuft, seinen Trieben nicht standzuhalten? Willst du wirklich, dass ich über all diese Leute richte? Dass ich der Todeshenker werde, der Sensenmann? Wer sagt uns denn, dass der böse Onkel sich nicht doch noch unter Kontrolle bringt? Vielleicht hat er diese Gedanken, aber was ist, wenn er niemals nachgibt? Soll ich ihn trotzdem töten? Vorsichtshalber? Bin ich dann gut? Oder bin ich gut, wenn ich warte, bis er es tut, obwohl ich schon Monate zuvor wusste, dass er es vermutlich tun wird? Ich kann den Weltbild nicht erfüllen, Mikoto. Darum bleibt mir auch nur eine einzige Option in diesem Dilemma. Mikoto, du wirst von mir gar nichts mehr erfahren. Ich wähle den Selbstschutz. Mikoto wollte etwas sagen, aber es hatte ihr die Sprache verschlagen, sodass kein einziger Ton über ihre Lippen kam. Kokiro musterte sie für einen Moment, dann stand sie auf und nahm ihren Staubwedel in die Hand. Und wenn du meinen Laden jetzt bitte verlassen würdest, es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss, wenn drei Häuser weiter ein Mann seine Frau schlägt. Mikoto schnappte nach Luft und schaute die Herrin der Zeit verwirrt an, wie diese sich ungerührt weiter um den Laden kümmerte. Moment mal, was soll das heißen? Was das heißen soll? Kokiro drehte sich nicht einmal zu Mikoto um. Ihre Augen funkelten böse. Was soll das schon heißen? Genau das, was du gerade vermutlich denkst. Du wirst von mir nichts erfahren. Kein einziges Wort. Weder über Geister noch über Hatsuhomo oder irgendeine andere Sache. Ich schweige wie ein Grab. Und da ich eventuell bald genau darin liege, ist das auch ein sehr passender Vergleich. Was ist das auf einmal für eine Art? Kokiro, ich gebe Ihnen eine Chance, mich davon zu überzeugen, mich auf Ihre Seite zu stellen oder bei Ihrer kleinen Feder Partei zu ergreifen. Und Sie halten es für richtig, mich einfach Ihres Ladens zu verweisen? Die Herrin der Zeit drehte sich zu Mikoto und deutete zur Tür. Gut, dass du das erwähnst. Dort ist die Tür. Das ist nicht Ihr Ernst. Ich weigere mich zu gehen, bevor ich meine Auskunft bekomme. Ich tue das auch für Sie, verdammt nochmal. Kokiro trat auf Mikoto zu. Magie zuckte in ihrer Hand. Du wirst gehen, Mikoto. Sonst muss ich dich töten. Hier und jetzt. Eigentlich sollte ich es sogar tun. Denn mit dir in Hatsumomos Klauen weiß niemand, was geschehen kann. Jede Info, die ich dir gebe, kann am Ende meinen eigenen Tod bedeuten. Und dieses Risiko gehe ich nicht ein. Aber da wir einmal auf der gleichen Seite standen, gewähre ich dir noch ein letztes Mal diese beiden Optionen. Bleibe hier und du stirbst. Oder kehre meinem Laden den Rücken und lass dich nie wieder hier blicken. Mikoto trat unsicher einen Schritt zurück. Du hast vielleicht recht, aber ich hatte noch keine Gründe, mich für Hatsuhomo zu entscheiden. Und du hast recht, was deine Natur angeht. Aber in einer Sache irrst du dich, Kankira. Selbst wenn du es wolltest, könntest du mich nicht töten. Ich wollte es nie, aber Hatsuhomo hat mich von dir losgelöst. Ich unterstehe nicht mehr den Büchern der Zeit, und als Herrin der Zeit hast du keinerlei Ich brauche kein Buch, um dich in Flammen aufgehen zu lassen. Närrin. Mein Name ist Kankira der Erste. Ich bin die Herrin der Zeit. Die mächtigste Magierin in diesem Land und die erste Göttin unter dieser Sonne. Eine Handbewegung reicht, um dir das Fleisch von den Knochen zu schmelzen. Feuer flammte in der Hand der Herrin der Zeit auf und Mikoto stolperte rückwärts aus dem Laden. Ich wünschte, es wäre anders gekommen, Mikoto. Es gibt Zeitlinien, in denen wir mehr als nur Freundinnen sind. Aus diesem Grund verschone ich ein letztes Mal dein Leben. Sieh es als letzte Warnung, denn das nächste Mal wirst du aus einem Treffen mit mir nicht mehr so leicht entkommen. In diesem Moment gab es einen lauten Knall, der die halbe Straße zum Beben brachte und Mikoto von den Füßen riss. Sie schlug hart auf den Asphalt auf und kam sofort wieder auf die Beine, aber dennoch war sie zu langsam. Dort, wo Kokiros Laden einst gewesen war, gab es kein Geschäft mehr. Es war einfach fort, als hätte es niemals existiert. Das gibt's doch nicht. Kankira, das ist nicht dein Ernst. Die einzige Reaktion, die Mikoto bekam, waren die erstaunten Blicke einiger vorbeilaufenden Passanten. Verdammt. Damit hatte sie nicht gerechnet. Auch wenn sie zugeben musste, dass die Herrin der Zeit recht hatte. Selbst wenn Kankira zu 100% im Recht war und Hatsuhomo einfach nur eine böse, fiese Göttin war, die vernichtet werden musste, gab es immer noch die verschwindend geringe Chance, dass Mikoto sich gegen die Herrin der Zeit stellte. Jede Information,
Jede Hilfe und jedes Puzzlestück könnte für Konkure damit ein Schritt weiter in Richtung ihres eigenen Grabes sein. Das hätte man trotzdem netter sagen können. Mikoto klopfte sich den Dreck von ihren Sachen und verließ die Straße in Richtung Schule. Den ersten Punkt ihrer imaginären To-Do-Liste konnte sie damit durchstreichen. Abhaken nicht, denn sie hatte nicht wirklich etwas gelernt. Aber durchstreichen, denn jetzt wo die Herren der Zeit für Mikoto keine Option mehr darstellte, gab es fast keine Möglichkeit mehr, mit den anderen beiden Vertretern der drei in Kontakt zu treten zu können. Mikoto konnte sich also nur heraushalten und zusehen. Oder Megumi dazu zwingen, ihr zu sagen, wer die Herrin des Todes war. Auch nicht so leicht. Sie erreichte ihre Schultür etwa 20 Minuten vor Schulbeginn und wurde noch vor Betreten der Anlage gestoppt. Mikoto. Ah, die andere Megumi. Sie hörte die Stimme hinter ihr und als sie sich umdrehte, sah sie Jasmine auf sich zukommen. Sie wirkte müde und unausgeschlafen. Fast so wie Vater, dachte sie bei sich. Du bist also wirklich noch da? Mikoto hatte fast damit gerechnet, dass Megumi nach der Vernichtung des Dämons so spurlos verschwinden würde, wie sie in der Klasse existiert hatte. Jasmine verzog das Gesicht. Jasmine. Ich muss mich noch dran gewöhnen, okay? Verzog das Gesicht, als sie Mikotos Bemerkung vernahm. Ja, ich bin noch da. Im Gegensatz zu dem Dämon von gestern. Habe ich recht? Mikoto zuckte mit den Achseln. Ja, der ist weg. Keine große Sache. Du kannst ja einen Teil deiner Prämie auf mein Konto überweisen. Sie grinste. Also warst du es wirklich? Du musst mir alles erzählen. Mikoto kratzte sich verlegen am Kopf, als sie Yuki mit Megumi um die Ecke biegen sah. Ja, daraus wird wohl erst einmal nichts. Wenn es dich interessiert, dann frag mich später nochmal. Später? Was? Wieso sollte ich später? Mikoto drängelte sich an Jasmine vorbei. Es gibt Dinge, die wichtig sind und die Dinge, die unwichtig sind. Tote Dämonen gehören nicht zur ersten Kategorie. Meine Freunde dagegen schon. Sie wandte sich ab und hörte Jasmine hinter sich rufen. Verdammt, bleib hier, Mikoto! Ich befehle es dir! Mikoto stockte für einen Moment. Yuki und Megumi hatten sie bereits gesehen und winkten heftig. Mikoto winkte für einen Moment zurück und drehte sich dann noch einmal zu Jasmine um. Diese stand bereits hinter ihr. Anscheinend gefiel ihr gar nicht, dass sie nur zweite Geige spielen sollte. Hör mir zu, Mikoto. Nein, du hörst mir jetzt mal zu. Und stell dein verdammtes Wort Gottes ein. Du weißt genau, dass es bei mir nicht wirkt. Ich sag dir doch bereits, du interessierst mich. Aber wenn du etwas von mir willst, dann stell dich hinten an. Und jetzt? Sie knurrte Jasmine an. Geh ins Klassenzimmer und bleib dort, bis der Lehrer kommt. Mikoto konnte die Genugtuung nicht verbergen, als sich Jasmine ohne ein weiteres Wort zu verlieren in Richtung Klassenzimmer trollte. Troll dich davon. War das nicht diese Megumi, meine Namensvetterin? Ich wusste gar nicht, dass sie euch näher kennt. Ihr wahrer Name ist Jasmine und sie ist auch keine Mitschülerin, die ihr schon ewig kennt. Yuki legte den Kopf schräg. Bitte was? Ich bin ihr gestern begegnet. In Wirklichkeit kommt sie aus dem Vatikan und kämpft gegen Dämonen. Du weißt schon, das Ding, das dich gestern angegriffen hat. Hui, dann gibt es ja doch keine zweiten Megumis. Das ist gut. Ich fand es schon immer nervig, wenn zwei Leute den gleichen Namen tragen. Ja. Besonders in Stories. Gute Anspielung, glaube ich. Du meinst, sie hat die ganze Zeit nur so getan, als sei sie eine Mitschülerin? Wieso hält sie so eine Deckung über Jahre aufrecht? Weil sie erst gestern an die Schule kam. Alles, was du von ihr zu wissen glaubst, wurde von ihr befohlen. Sie hat eine Fähigkeit, die Leute dazu bringt, etwas zu glauben oder etwas zu tun. Yuki schien das mit etwas zu verbinden, denn er schnippte plötzlich mit dem Finger. Ich verstehe, sie ist genau wie dieser Brite in der einen Serie, die ich mal im Fernsehen gesehen habe. Was, Kilgrave? Fun Fact, ich habe gerade vor einer Stunde die finale Folge dieser ersten Staffel gesehen. Ja, ne? Solche Zufälle. Wollte ich eigentlich im Outro drauf eingehen, aber hey. Krass. Der sagte auch sowas wie, gib mir deinen Mantel, und dann hat man ihm unbedingt seinen Mantel geben wollen. Nur, dass das Leben keine Serie ist. Ja, wahrscheinlich ist Jasmine ein bisschen nicht so besessen. Zumindest vorerst.
Naja, für dich manchmal schon. Jeder Tag ein neuer Geist, richtig? Das wäre ja noch schön. Mein letzter klassischer Geist war vor meiner Entführung. Dieser Olympialäufer, erinnerst du dich? Yuki nickte. Ja, das hättest du erwähnt. Hattest du. Danach gab es noch einen seltsamen Geist und den, der sich an dich geheftet hat. Aber die waren beide nicht normal. Genauso wenig wie du, Megumi. Also ich halte mich für normal. Inzwischen kamen mehr Schüler am Tor an und Mikoto deutete zum Dach der Schule. Sollen wir kurz noch hoch? Da haben wir Ruhe und du kannst in Ruhe erzählen. Ich brenne darauf, alles über den gestrigen Abend zu erfahren. Yuki nickte langsam. Wobei ich ja ein wenig gespoilert wurde. Aber ich bin echt froh, dass du das Heil überstanden hast, Yuki. Ich freue mich so für dich. Wie kommst du darauf, dass ich gewonnen habe? Naja, du kommst als Mädchen zur Schule, nicht wahr? Hör mal, Mikoto. Hätte ich Megumi nicht an meiner Seite gehabt, die mich immer wieder ermutigt hat, weiterzumachen, dann weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Und ob es ein Gewinn war, das frage ich mich auch. Wenn Megumi nicht da gewesen wäre, dann hätte ich dir geholfen. Eigentlich wollte ich es ja auch, aber Hausarrest, Dämonen, da kamen Dinge dazwischen. Sie seufzte. Vielleicht habe ich ja verdient gehabt, dass du mich gestern hast so zappeln lassen. Und Ryota kommt natürlich auch zur Schule. Der Sohn unseres Psychiaters, falls es jemand vergessen hat. Yuki und Mikoto trotteten während ihres Gespräches gemütlich zum Dach. Sie hatten keine Eile, schließlich war noch genug Zeit vor ihrer ersten echten Unterrichtsstunde. Ich hätte dich manchmal wirklich gerne da gehabt, Mikoto. Aber du hättest zwischendurch Mutter vermutlich mit deinem Schwert durchbohrt. Tut mir leid, wenn ich manchmal so rüberkomme. Muss es nicht. Ich muss mich manchmal gestern genauso beherrschen, um es nicht selbst zu tun. Mikoto seufzte und ließ sich auf das kühle Dach nieder. Komm, setz dich, Yuki. Ich will alles hören. Yuki nickte und ließ sich ebenfalls nieder. Also, ich kam gestern Abend nach Hause, als die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden war. Erzähl, Yuki. Yuki öffnete langsam die Tür. Oh, Tears in the Snow. Guter Track. Vor allem hier wahrscheinlich extra gewählt mit Yuki als Namen oder ne? I get it. Glaube ich. Yuki öffnete langsam die Tür in ihre Wohnung. Ihr Herz pochte vor Aufregung. Und ihre Beine wackelten, als wären sie aus Pudding. Sie hatte Angst. Höllische Angst. Und dennoch, alles war besser als noch vor ein paar Tagen. Die Angst war da, aber Yuki sah auch einen Funken an Hoffnung. Sie wusste, sie konnte es schaffen und ihren Traum Wahrheit werden lassen. Sie musste ihren Eltern nur begreifbar machen, wie wichtig es ihr geworden war, ein Mädchen sein zu können. Wie lebenswichtig. Sie glaubte nicht, dass ihr Vater irgendwelche Einwände haben würde. Er hatte nie etwas gesagt, als sie damals anfing, sich als ihre Zwillingsschwester auszugeben. Vielmehr hatte er das wahnwitzige Vorhaben, seine tote Tochter auferstehen zu lassen, erst möglich gemacht. Eigentlich hatte sich Yuki damals sogar fast gewünscht, ihr Vater hätte mehr Bedenken gehabt, ihren Plan umzusetzen. Aber wahrscheinlich war er im Kopf eines Mannes, der ein Leben im Spagat zwischen seiner Arbeit und der Therapie seiner verrückten Frau führen musste, nicht mehr so viel Platz für noch mehr Sorgen. Und das Beste war es, als ausgelaugter Vater noch so zu tun konnte, war wohl, sein Kind zu erlauben, was es tun wollte. Yukis Mutter mochte es inzwischen besser gehen, aber Yuki glaubte nicht, dass dies etwas an der Einstellung ihres Vaters ändern würde. Oder eher an seine Bereitwilligkeit, ihr zu gewähren, ihren eigenen Weg zu gehen. Nein, ihr Vater würde ihr keine Probleme machen, sofern sie ihn dann antreffen würde. Ihre Mutter hingegen. Yuki fröstelte. Ich schau mal, wo unsere Mutter ist. Halt, warte, bleib bei mir. Aber Megumi war bereits in der Wohnung entfleucht. Yuki seufzte noch einmal. Vielleicht hätte sie wirklich vorhin zum Friseur gehen sollen. Sie fuhr sich missmutig durch die Haare. Das größte Problem, das sie hatte, war einfach die Tatsache, dass sie Megumi immer noch so ähnlich sah. Oder wie sich ihre Mutter vermutlich ihr totes Kind in ihrem Alter vorstellte. Wenn sie so, wie sie jetzt war, vor sie treten würde, war es unvermeidlich, dass Yuki an ihre Zwillingsschwester erinnern würde. Ein Typenwechsel hätte das vielleicht verhindern können. Auf der anderen Seite, sie mochte sich nicht von ihrer Frisur trennen, weil diese sie eben mit ihrer Zwillingsschwester verband. Auch wenn sie nicht mehr exakt gleich ausschaute. Die Haare zu kürzen, käme ihr wie ein Sakrileg vor. Und der Rest?
Yuki hatte eigentlich wenig Interesse daran, ihren normalen Kleidungsstil zu wechseln, nur um anders auszusehen. Sie trug, was ihr gefiel, und wenn sich das änderte, dann würde sie sich nur selbst Probleme schaffen. Sie war kein Goth, wie sie Yuri es einst gewesen war. Sie würde nie Kleidung im Gypsy-Stil anziehen. Sie war keine Freundin von Clubwear und keine, die an Army-Klamotten oder am Punk-Stil gefallen fand. Die meisten Stilrichtungen konnte sie nicht mal im Namen benennen, geschweige denn etwas mit ihnen anfangen. Nein, sie war einfach sie selbst. Und so wie sie jetzt war, so wollte sie auch weiterhin bleiben, ein bisschen wie ihre Schwester, aber vor allem wie Yuki. Wenn sie jemals glücklich leben wollte, dann musste ihre Mutter ihr, so wie sie war, ihren Segen geben. Nur bedeutete das, dass Yuki damit einen Weg voller Dornen anschlagen musste. Sie fürchtete sich davor, ihrer Mutter weh zu tun. Ursache für noch mehr Trauer, Schmerz und Wut ihrer Mutter zu werden. Sie hatte viel auf sich genommen, um diese bösen Geister zu vertreiben, damit ihre Mutter wieder dazu fähig war, ihr und eine Megumi, die eigentlich nicht mehr war, eine Mutter sein zu können. Warum nur musste die Liebe und Akzeptanz, die sie nun suchte, genau das wieder gefährden? Warum konnte sie nicht Yuki sein, ohne dass ihre Mutter Megumi sehen würde? Sie wusste, es führte keinen Weg an einem Gespräch mit ihrer Mutter vorbei. Alles, was sie tun konnte, war zu versuchen, ihren Schmerz mit ihr zu tragen. Sie war sich bloß nicht sicher, ob sie das konnte, ob sie eine Chance haben würde, gegen Megumi anzukommen. Oder ob der Schatten ihrer Schwester alles verschlingen würde, wie bereits zuvor. Nur, wenn es einen Moment in ihrem Leben gab, in dem sie die Aufmerksamkeit und Zustimmung ihrer Mutter wollte, dann dieser. Nein, Mutter musste sie so akzeptieren, wie sie war. Sie musste. Bitte, 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 ich bin deine Tochter und du hast mir noch mich... Sie durfte keine Kompromisse mehr machen. Das Gebäude aus Lügen hatte längst begonnen, zusammenzubrechen. Wenn sie jetzt noch daran festhielten, würden sie alle nur begraben. Sie hatte genug nachgedacht, genug gegrübelt, genug gezögert. Es lief immer wieder auf diesen einen Schritt hinaus. Dieser eine Schritt in diese Wohnung vor ihrer Mutter. Mutter ist in der Stube. Sie schmökert in den Fotoalben. Ja, nun. Das werden wir nächste Folge sehen, was mit Yuki ist. Oh, verdammt, hier ist gerade eine Fliege an meinem Mikrofon. Nee. Okay, Konkyra hat einen starken Auftritt hingelegt. Ich hoffe, man hört ihn nicht, die Fliege. Starken Auftritt hingelegt, wie sie Mikoto gedroht hat. Und ja, ich finde es cool, wie die jetzt noch... Die Rede fand ich echt gut. Mit dem, dass sie nicht gut sein kann, weil sie alles nur dulden muss und so. Das fand ich stark. Und... Ne, andere Zeitlinie, heißt es, in einer anderen Zeitlinie haben Mikoto und Konkyra gedatet. Ja, ist es das? Und ja, noch zum Abschluss, damit wir nicht zu viel Overtime gehen. Ich musste dann auch denken, hier das Wort Gottes, oh, das ist ja wie Killgrave. Also könnte richtig krass werden. Und die Tatsache, dass Mikoto sich ja davon nicht beeinflussen lässt, lässt mich auch daran überlegen, ob hier Jasmine nicht auch ein bisschen von ihr besessen sein wird, weil sie die Einzige ist, die sie nicht kontrollieren kann, jetzt von denen, die nicht mit ihr im Vatikan arbeiten. Also, wir werden sehen und ich muss jetzt eine Fliege loswerden, bevor ich die nächste Folge aufnehme. Ciao!